kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Ja, ach du Schande ist der groß, habe ich gestern beim Trainingsauftakt gehört im Publikum, als er aufgelaufen ist, unser nächster Neuzugang. Herzlich willkommen an der Ostsee, Christian Stuff. Danke, hallo. Christian, wir haben es ja schon kurz besprochen gehabt, groß bist du, aber für 2 Meter hat es dann doch nicht ganz gereicht. Nicht ganz, ja, bin ich auch nicht so böse drüber. Ja, alles, was an die 2 Meter geht, ist dann im Basketballbereich, deswegen ja. Bin ich schon ganz zufrieden mit den 1,99. Und es wird schwer, irgendwie ein vernünftig großes Bett zu finden, weil ich glaube, die haben die Standardgröße 2 Meter, passt man nicht mehr rein. Dann, ne? Mittlerweile geht es aber. Es sind viele Übergrößen und Jeans haben auch nachgelegt. Und nee, doch, inzwischen kriegt man ganz gut auch große Sachen. Okay. 8 Jahre hast du für die Eisernen gespielt, gehörtest quasi zum Inventar. Warum dann jetzt nochmal der Schritt, so ein Neuanfang hier in Rostock? Ja gut, zunächst muss man sagen, dass Union signalisiert hat, dass sie nicht weiter mit mir planen. Und dann, da ich mich jetzt aber noch nicht am Ende meiner Laufbahn sehe, habe ich halt einen neuen Verein gesucht. Und ja, dann fiel die Entscheidung auf Rostock. Und freut mich, dass Rostock Interesse hatte. Und ich freue mich jetzt auch hier zu sein und ja, hoffentlich alles gut zu meistern. Mit Steven Ruprecht und Halil Safran triffst du ja so auf 2 alte Bekannte. Hat das so bei der Entscheidungsfindung auch mit eine Rolle gespielt oder war es nur ein nettes Beisein? Ja, eigentlich weniger. Hilft jetzt natürlich, so, dass man schon den einen oder anderen kennt, aber war jetzt nicht primär ausschlaggebend dafür. Mhm. Wenn man so einem Verein so lange treu bleibt, was ja im Profifußball gar nicht mehr so üblich ist, dann honorieren das die Fans. Und zum Abschied bei Union, da gab es nicht nur Tränen, sondern da gab es auch ein spezielles Abschiedsshirt für dich. Ist das korrekt? Ja. Ja, macht einen natürlich auch ein bisschen stolz und ich freue mich auch, dass die, dass was ich gemacht habe, scheinbar dann auch ganz, ganz gut war und dass die Fans das auch honoriert haben und das war so ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Ne? Also ich habe die Fans auch immer geschätzt und andersrum genauso und man konnte sich auch mit denen unterhalten, wenn es mal nicht so lief. Und es war eine schöne Zeit und aber die ist jetzt auch vorbei und dann kommt hoffentlich eine neue. Mhm. Und damit unsere Fans auch wissen, worüber wir sprechen, hat irgendwie auf wundersame Weise nämlich dieses Shirt, deswegen habe ich mich noch schnell umgezogen, auch den Weg hier nach Rostock gefunden. Ich zeige das so einmal kurz und da steht Gret Stuff. Ja? Ja. Also man ist ja mal so geneigt zu sagen, Stuff, das auszusprechen, aber Gret Stuff und dann der Riese damit bei. Ist schon Gänsehaut, wenn dann die Leute das im Stadion tragen und man da zum letzten Saisonspiel aufläuft. Ja, also es war ein sehr besonderes Spiel. Jan Glinker war ja auch noch einer von denen, die dann verabschiedet wurden und der auch ein Shirt bekommen hat. Und wir haben ja dann auch nochmal die Chance bekommen, uns zu zeigen und haben, denke ich mal, die Aufgabe auch ganz gut gemacht. Und war ein schöner Tag. Mhm. Und um das Thema Union jetzt hier abzuschließen, Trainer Uwe Neuhaus musste ja auch nach 7 Jahren gehen. Hat mich so aus der Vogelperspektive, aus der Entfernung schon sehr gewundert, weil ich fand, er hat einen Bombenjob da gemacht. Ja, also für uns kam es auch überraschend und wenn man die Jahre Revue passieren lässt, ging es eigentlich auch nur bergauf. Ne? Was jetzt genau die Gründe waren, weiß ich auch nicht, aber ja, das ist jetzt auch nicht meine Aufgabe, irgendwie das zu bewerten oder sowas, sondern jetzt schon gar nicht mehr. Und die werden sich schon was dabei gedacht haben und in der Vergangenheit haben sie viele richtige Entscheidungen getroffen und ich wünsche ihnen trotzdem alles Gute weiterhin. Ich bin auch gespannt, wo er dann nochmal wieder auftaucht. Bill Murray ist durch den Film berühmt geworden und täglich grüßt das Murmeltier. Die Geschichte von Christian Stuff ist ähnlich. Immer zu Saisonbeginn ist er nämlich nur zweite Wahl und im Laufe der Saison spielt er sich dann in die erste Mannschaft und die Startformation. Wird das gleiche Prozedere auch wieder hier in Rostock so passieren? Ich hoffe nicht. Nee. Also es war schon, ich glaube 4 Jahre war es so, dass ich erstmal draußen war und dann es wurden auch oft neue Innenverteidiger geholt. Jetzt bin ich der neue Innenverteidiger. Vielleicht komme ich jetzt in den Genuss, mal von Anfang an ran zu dürfen, die dann erstmal die Chance bekommen haben. Und dann habe ich es dann doch immer meistens, ja, jetzt in der letzten Saison nicht, aber meistens dann wieder in die Startformation geschafft und
ja, so. Aber ja, das war halt so. Aber es war nicht so, weil du im Urlaub immer ein paar Kilo mehr angefordert hattest, dass der Trainer erstmal gesagt hat, Stuff laufen. Nee, damit hatte ich eigentlich nicht so die Probleme. Eigentlich hatte ich ja so bei den Neuzugängen so im Sinn, unseren Aufstiegswissenden oder der schon den Aufstieg ein paar Mal gefeiert hat, mit Kai-Uwe Schwertfeger. Aber als ich dann bei dir gelesen habe, du bist ja auch schon ein paar Mal aufgestiegen. Ja, also ich bin damals mit Saarbrücken aus der damaligen dritten Liga, also Regionalliga hieß es ja da, in die zweite Liga aufgestiegen. Hatte da jetzt nicht so eine entscheidende Rolle. Und dann aber mit Union auch aus der dritten nochmal in die Regionalliga. Ja, also ja. Vielleicht ja alle guten Dringe drei. Schauen wir mal hier. Ne? Eigentlich warst du ja gelernter Stürmer. Und wie bist du dann in die Innenverteidigung gekommen? Wer hat dich da hingestellt? Gelernter Stürmer ist übertrieben. Also ich hatte damals einen Berater, der hat gesagt, überall suchen so große Stürmer und jetzt stellen wir dich mal in den Sturm so ein bisschen. Und dann habe ich ein halbes Jahr in der Oberliga Sturm gespielt, habe ein paar Tore geschossen und dann bin ich nach Saarbrücken als Stürmer. Habe dann da auch Sturm gespielt, dann kam Eugen Hach, der hat mich dann in die Innenverteidigung gestellt. Dann kam wieder Horst Ermantraut, dann war ich wieder Stürmer. Oh. Dann war ich in Trier, da war ich auf der 6 und seitdem ich bei Union bin, bin ich in der Innenverteidigung und ich glaube auch, dass das die richtige Position für mich ist. Und das kann ja nicht schlecht sein für einen Innenverteidiger, wenn er weiß, wo zumindest das gegnerische Tor steht. Ja, also ab und zu mache ich das nochmal ganz gern, ja, aber, okay. Aber nee, die Vergangenheit hat halt gezeigt, dass ich nicht so der Knipser bin und dann auch in der Verteidigung besser aufgehoben bin. Aber ja, das eine oder andere Tor mache ich normalerweise in der Saison schon und ja, habe ich mir auch jetzt wieder vorgenommen. Und Hansa Rostock und Christian Stuff ist ja eigentlich oder hat ja jetzt eigentlich erst im zweiten Anlauf geklappt. Was war der erste Anlauf und warum hat es damals nicht funktioniert? Damals als Stürmer, ja, bei Bargetzdorf war ich hier gewesen, habe auch ein Spiel gemacht. Dann fiel die Entscheidung aber zu Ungunsten für mich aus und dann bin ich nach Trier gegangen. Ja, was jetzt die genauen Gründe weiß ich nicht, aber war halt nicht so. War ein normales Probetraining, die haben gesagt, ja, wir nicht. Genau. Aus einem Internetforum, Oktober 2013. So oft wie man von Stuft liest, dass er gerne mit den kleinen Fußballern trainiert, so oft wie er auch an Aktionen mit kleinen Kindern teilnimmt, würde ich doch glatt einen Besen fressen, wenn er nach seiner Karriere nicht irgendwo mal Jugendtrainer wird. Ist das der Plan für später? Ja, so ein ganz konkreter, genauer Plan besteht nicht. Ich probiere aber jetzt schon so ein bisschen in verschiedene Bereiche reinzugucken, reinzuschnuppern, was denn möglich wäre und was mir auch Spaß machen könnte. Ne? Und das gehört dann auch mit dazu. Ich habe selbst auch Kinder und kann eigentlich auch ganz gut mit denen. Und das hat auch immer Spaß gemacht. Ja? Und das ja, wird man sehen, was dann passiert. Also so planen kann man das, glaube ich, alles noch nicht so. Da rutscht man dann irgendwie rein, glaube ich. Wenn sich eine Chance bietet, dann nimmt man die wahr oder eben nicht. Und die Chance hast du bei Borussia Friedrichsfelde ja schon mal zumindest zwischenzeitlich genutzt und warst da Trainer oder bist es immer noch? Nee, ja, das ist falsch rübergekommen. Da war ich kein Trainer gewesen. Das ist mein Heimatverein, da habe ich jetzt letztens kürzlich auch eine Einheit bei der C-Jugend mal geleitet. Aber nee, richtig, dafür ist auch nicht die Zeit. Also der Fokus liegt da schon auf der eigenen Karriere erstmal. Und nee, da ist jetzt noch keine Zeit. Also wenn ich was mache, dann mache ich es eigentlich auch richtig und ich habe da keine Lust dann. Heute müsst ihr mal alleine das Spiel spielen, weil ich habe selbst ein Spiel oder sowas. Nee, also wenn dann wird mich der Aufgabe dann voll und ganz. Ganz oder gar nicht. Ja. Das Ereignis 2015 hier bei uns in Rostock. Nein, nicht der Champions-League-Sieger kommt, auch nicht die deutsche Nationalmannschaft. Helene Fischer tritt auf. Ja, atemlos durchs Ostseestadion. Mit Christian Stuff oder eher nicht? Ich würde es mir schon mal angucken. Ja, also die Musik ist ja auch nicht so verkehrt. Ja, beim gegebenen Anlass dann. Aber das ist ja jetzt noch ein Jahr hin, ne? Also wer weiß, was da ist. Ja, solange es nicht als Torhymne kommt, kann ich auch damit leben, weil in anderen Stadien wird das ja gespielt und das ist ein bisschen grenzwertig dann. Gut, zum Abschluss wieder drei kurze Fragen, die auch die anderen Neuzugänge hier brav mit beantwortet haben. Welche Mannschaften in der dritten Liga werden deiner Meinung nach um den Aufstieg mitspielen? Das ist schwer zu sagen. Also es gibt 10, vielleicht auch noch mehr Mannschaften, die den Anspruch haben, da oben mitzuspielen. Und ich glaube, es wird eine enge Kiste und die Konstanz wird dann am Ende ausschlaggebend sein. Für mich ist auch immer ganz wichtig, dass man gut aus den Startlöchern kommt, sowohl nach der Sommervorbereitung als auch nach der Wintervorbereitung. Und da ist dann schon es ist dann richtungsweisend, wo es dann hingeht. Ne? Also ich beschäftige mich auch gar nicht so viel mit anderen Mannschaften, sondern gucke halt, dass hier das alles hinhaut und bei mir natürlich auch. Und deswegen
ja, ist mir das eigentlich egal. Hauptsache, wir sind irgendwie mit dabei. Mit dabei. Das ist eine gesunde Einstellung. In der Vergangenheit warst du ja so eher in die Rot-Tendenz, die Trikots gewohnt. Jetzt haben wir hier drei neue zur kommenden Saison. Das neue Heimtrikot, das Auswärtstrikot und das gelbe da hinten, das Ausweichtrikot. Wenn du im Laden zugreifen müsstest, welches würde dir spontan am besten zusagen? Heim, Auswärts oder Ausweich? Ja, na, ich glaube, mit Rostock verbinde ich das Gelbe eher weniger. So eins habe ich schon zu Hause. Nee, ich würde schon das dann auch nehmen. Ja. Das Heimtrikot mit dem Master drauf, ja. Was so als schöne Idee. Mir hat auch das von der alten Saison ganz gut gefallen. Mhm. Ja. Okay. Bei dir habe ich sogar noch eine Frage dann noch mit mehr. Wirst du wie bei früheren Vereinen auch der furchteinflößende Geldeintreiber für die Mannschaftskasse sein? Also das war jetzt hier noch nicht, muss ich nicht unbedingt haben, war jetzt hier auch noch kein Thema. Ich hoffe, dass sie einen haben. Und es geht, aber es ist halt so eine Zusatzaufgabe, die immer nur lästig ist. Ja. Also man ist nicht so beliebt unbedingt. Ja. Ja. Und Okay. Wer wird Fußballweltmeister? Deutschland. Deutschland. Da bist du mit allen deinen Kollegen einig. Also da können wir die Strichliste so weiterführen. Christian, vielen Dank, dass du dir hier die Zeit genommen hast. Ich weiß, der Trainer drängelt auch, es muss gleich zum Training und darf keiner zu spät kommen. Ich wünsche uns eine coole Saison mit Great Stuff und dass wir hier auch das ein oder andere Tor mit dir zusammen bejubeln können. Ich lasse jetzt nochmal dieses Shirt von dir signieren und dann kriegt das an dieser Stelle eine große Fanaktion, Hand in Hand für Hansa. Die sammeln, wo die Fans sehr viel Geld gesammelt haben, schon über 10.000 Euro. Respekt an die Mädels und Jungs, die das machen und die kriegen dann das signierte Shirt mit zum Versteigern. Also ich danke dir, dass du hier warst und ich hoffe, wir jubeln häufiger mal zusammen. Ja, das hoffe ich auch. Nicht zu danken.